Herzlich willkommen bei Futorial. Mein Name ist Sinan Kurtulusch und wir sind bei einer neuen Ausgabe vom Track Rating. Heute schauen wir uns einen Track an, Walk Around von Lab of Music. Selbstverständlich gibt es dazu einen Track Rating Post im Futorial Forum. Hey, da unten ist so eine weiße Linie, die ist nicht so schön. So, schon schöner. Sind wir hier richtig? We are right, ja. Wir hören mal rein. Sehr, sehr schön von der Stimmung her. Was direkt am Anfang auffällt, es ist sehr, sehr breit. Die Frage ist, ist es auch in den tiefen Frequenzen noch sehr breit? Das muss man natürlich immer ein bisschen beachten, ob das so klappt. Im Bassbereich sollte ja wirklich so gut wie kein Stereo-Anteil mehr drin sein, weil alles unter ungefähr 100 Hertz lässt sich sowieso nicht mehr gut orten. Also ihr wisst nicht, ob das von links oder rechts ist, der Bass. Ja, Bass ist, die Wellenlängen sind so groß, dass das sich einfach um alle Objekte herumbiegt und hier ist es so, diese Synthes, die so bei den Grundton hier so bei 100 bis 200 Hertz haben. Der ist halt noch sehr stereolastig. Ist halt die Frage, ob es so vielleicht ein bisschen aufgeräumter klingen würde. Ihr merkt aber auch, dass dadurch, dass ich gerade die Stereo-Anteile in diesem Frequenzbereich aus den Synthes rausnehme, ein bisschen Druck verloren geht. Da muss man halt schauen. Also dieser Synthesizer ist halt sehr, sehr in der Breite aufgestellt und das auch im Tieftonbereich. Ob das kann unter Umständen problematisch sein. Wir machen mal nicht diese Einstellung hier, sondern ich ziehe mal das ganze Signal. Nochmal machen wir diese Monokompatibilität. Kompatibilitätsprüfung. So nenne ich das mal. Oh. Will gerade nicht. Ah, so, der ist auf dem falschen. Habe ich den auf dem falschen Fuß erwischt? So. Da geht halt schon einiges verloren, ne? Also. Man kann das so machen, es hat auch natürlich einen ganz geilen Effekt unterm Kopfhörer. Man kann es ja nicht leugnen, dass das auch nicht irgendwo cool klingt. Das muss man nur wissen, ob das nicht auch problematisch sein kann. Wir wollen mal weiter reinhören. Also, ne, ihr seht, ich hadere so ein bisschen nach wie vor mit diesem Stereoanteil in den unteren Frequenzbereichen. Abgesehen davon finde ich die Stimmung von dem Track megamäßig. Also die ist echt geil. Dieses Vocal, die Harmonien, die Sounds. Kleine Veränderung, die ich so machen würde, kann ich euch jetzt mal zeigen. Das sind so minimale, die ich im Mastering einfach ein bisschen anders gemacht hätte. Musik.
Ja, also ich hätte so minimal mehr Höhen reingesetzt. Im Bassbereich vielleicht so einen halben Dezibel noch rein. Das mit dem Stereo hier, das kriegt man nicht richtig in der Post-Production, also im Mastering nicht mehr hin. Da müsste man halt gucken, ob man den Synthi da noch ein bisschen anpasst. Aber grundsätzlich schon sehr, sehr gut. Also echt kommt warm und satt rüber das Ganze. Wir können mal den Bassbereich einfach mal an. Ja, wie gesagt, also eigentlich nur zu viel Stereo im Bassbereich. Ansonsten können wir eigentlich gleich mal hier zur Bewertung gehen. Ich mag den Track, ich finde den echt gut, dafür, dass er. Nee, also nix dafür, der ist einfach schön, schöner Track. So richtig innovativ ist das nicht, erinnert mich so ein bisschen an die 2004er Progressive House Zeiten. Sounddesign finde ich gut gemacht. Alle Sounds, Kick, das Drumming, auch die so trance-artigen Sounds, die sie klingen, sehr stimmig. Mixdown und Mastering finde ich auch grundsätzlich gut. Doch, ich finde es eigentlich sehr gut. Einzige ist, wie gesagt, der Stereoanteil im Bassbereich. Dann wären es 9 gewesen. So gebe ich das mal ab. Mal sehen, was die Community zu diesem Ergebnis sagt. Oder wie ich da im Verhältnis zum Schnitt liege. Das ist ja im Prinzip das Interessante. Die Results sind, ja, also er kommt sehr gut an der Track, fast durchweg 8 Striche von 14 Bewertungen auch. Innovation ist definitiv eben nicht so stark vorhanden, aber passt auch. Sounddesign ist auch besser angenommen, als ich das sehe, aber ansonsten sind wir uns da wohl im Forum wieder alle sehr einig. Ja, ich hoffe euch mit dem Track hier ein kleines Vergnügen bereitet zu haben. Ich finde ihn nämlich sehr schön. Also ihr findet den auch hier eben bei uns im Forum. Und wenn ihr auch ein Track-Rating wollt, dann schickt mir einfach eine Mail. Alle Beschreibungen und Erklärungen findet ihr in den Links unter diesem Video. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!